In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben, heute ist schon der nächste Tag. Wir haben heute den 4.5. Heute ist Freitag. Furkan ist übrigens bei uns, der schläft heute hier. Ich habe ihn gezwungen, damit wir ein bisschen rausgehen und spazieren. Ja, heute war mein Frauenarzttermin. Ehrlich gesagt habe ich heute Nacht gar nicht geschlafen. Weil man sich so denkt, in meinem Fall zumindest, ich habe keine Schwangerschaftsanzeichen, gar keine mehr. Mir ist nicht mehr übel, nichts. Und ja, ich habe auch gesagt, als wir dahin gegangen sind, ich habe voll das schlechte Gewissen und so, also schlechte Gefühl. Und er meinte, du hast immer schlechtes Gefühl. Ja, auf jeden Fall waren wir da, alles super. Nur das einzige Problem ist, ich habe eine Blasenentzündung. Ich habe jetzt so ein Antibiotikum bekommen. Das heißt Phosphoro, 300 Milligramm. Das ist jetzt für eine einmalige Anwendung. Ich habe 5 Euro bezahlt. Genau, das muss ich morgen. Ich werde es morgen nehmen, weil ich muss sehr, sehr viel Wasser trinken. Und ja, dann haben wir unsere Maus gesehen. Ich sage immer Maus, aber das geht ja für Jungs und für die Mädels, ne? So, sehr gut entwickelt. Ich bin momentan 10 plus 5, aber auf dem Ultraschall stand 12 plus 3 oder so. Also das Baby ist sehr, sehr gut entwickelt. Ich muss mal schauen, wie ich euch das zeige. Ich zeige mal erst das erste Bild. Also, einmal hier. Krass, ne? Was für ein Unterschied. Wie schnell die wachsen. Und einmal hier. Da sieht man den Kopf, die Beine und die Hände. Krass, ey. So schnell geht das, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich am 25. wieder einen Termin. Das heißt, bevor wir in den Urlaub fliegen, weil die Ärztin ist dann auch im Urlaub. Und sie meinte, es ist alles super. Ich muss halt nur aufpassen. Nackenfalte sieht auch gut aus. Ich muss halt, wenn ich will, kann ich zum anderen Doktor. Der macht dann eine weitere Nackenfaltenuntersuchung. Das kostet dann aber 240 Euro. Und ich habe gesagt, also wenn sie beim nächsten Mal was sehen sollte, was Auffälliges, dann machen wir das auf jeden Fall. Aber sonst nicht, weil ich hatte das bei Lena auch nicht. Ansonsten habe ich 80 Gramm zugenommen. Sonst gibt es nichts. Ja. Sonst gibt es nichts. Dann waren wir gerade einkaufen. Bei uns hat ein neuer Laden aufgemacht. Ich habe jetzt Baklava und Tulumba. Heißt das Tulumba Fuka? Also diese runden Dinger. Das gekauft. Dann habe ich für Lena Zahnbürsten gekauft. Weil Lena hat in der Mundfläche was Weißes bekommen. Das tut ihr sehr weh. Ich habe das Gefühl von ihrer alten Zahnbürste, weil die schmeißt das überall hin und dann nimmt sie das in den Mund. Das wird sie auf jeden Fall ab jetzt nicht mehr machen. Dann habe ich einmal Taschentücher gekauft, extra weich. Bei uns sind die momentan, keine Ahnung. Immer sofort leer, das wollte ich sagen. Und dann habe ich eine Strandtasche gekauft bei Kick für 10 Euro. Ich finde die total schön. Also die hat innen auch viele Fächer. Und ich denke mal, das reicht. Wir nehmen ja nur ein Strandtuch mit. Und, ne? Ja, mehr haben wir nicht gekauft. Und Lena hat sehr viele Stempel bekommen. Oh, kann ich euch mal zeigen. Marsha. Zeig mal, Lena. Wer ist das? Aja. Nein, das ist Anna. Nee, guck mal, nicht so. Weißt du, wie du das machen musst? So. Aja. Wer ist das? Ah, das ist der Panda, ne? Von Marsha. Und wer ist das? Wer? Das ist Anna. Wer ist das? Olaf. Oh ja, los. Oh, das war jetzt falsch rum. Das ist Olaf. Zeig mal, wer ist das? Anna und Elsa. Anna und Elsa? Ja, Elsa. Ja, aber guck mal, wie machst du die? Mach mal fester. Nein, Öle, Del, Backböle. So, Anna und Elsa. Und zuletzt kommt... Dada. Marsha. Dada.
Die waren aber teuer, ne? Wie viel haben die gekostet für Kant pro Stück? 70 Cent. Ich! Hier. Ja, 70 Cent. Voll teuer. Ach so, und du hast Feuerwehrmann Sam, ne? Zeig mal Feuerwehrmann Sam. Ja, mach das mal hier drauf. Nein, ein Mädchen. Öle, Deel, Backböle. Einmal feste drücken und fertig. Ich muss jetzt übrigens bügeln. Ja, lecker. Kein Bock. Ja, der Tütata. So, ihr Lieben, wir sind jetzt draußen und sind am Spielen. Das heißt, ich sehe gerade, mein Akku ist komplett leer. Also muss ich das gleich nochmal aufladen. Lena, sag mal Hallo! Hallo! Ja, aber der schläft oben. Wir dachten, wir kommen so lange runter, bis er aufwacht. Der steht bestimmt auch jetzt gleich auf. Wir sind gerade hier in Kalk, wollten frühstücken. Wir haben schon 11.30 Uhr oder so. Ja. Müsste. Ja. Und hier sind Lina, die wartet schon. Lina! Warte mal. Genau, wir warten jetzt auf den Aufzug. Gehen wir essen. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir haben lecker gefrühstückt, ist jetzt auch ein paar Stunden vergangen. Und wir essen jetzt einmal Kartoffeln, Chicken Nuggets. Volltag, heute ist Volltag. Fischstäbchen sind im Backofen drin. Und dazu warm Spinat. Genau. Und wer macht das? Der Herr. Ja. Lina ist ein bisschen geschwommen auf dem Balkon. Wir haben den Schwimmbad aufgebaut. Wir gehen jetzt gleich mal wieder raus. Schau da. Was denn? Liebe Zuschauer wollen mich nicht mehr sehen. Was los? Wer sagt das? Ha? Wer sagt das? Ja, keine Frage nach mir. Ich bin traurig, ja. Oh. Cheers, cheers, habe, cheers. Ihr Lieben, warum fragt ihr dich nach Audet? Audet liest ja auch immer noch alle Kommentare. Nein, ich ja. Ah, was ist los mit euch? Wieso fragt ihr mich noch mehr? Soll ich euch alle blockieren? Dreck bedrohen, ne? Kriegst du einen Zahn? Nein, wir essen jetzt. Aber du fällst gleich runter. Cheater, was habe, Cheater. Nein, du hast doch eins gegessen gerade. Hast du eins gegessen? Ja. Komm mal, nach dem Essen kriegst du noch eins, ja? Komm mal! Mama! Willst du Mama? So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Und zwar waren wir gerade mit Lina einkaufen. Wir haben übrigens gegessen und so, aber der hat heute frei. Moment. Aua. Ja, aua. Jetzt nach vorne. So, und zwar wollte ich meine Mutter einladen die Tage. Mm, das riecht gut, Lina. Das riecht nach Kirsche. Mmm, lecker. Aua. Genau, ihr Lieben. Also, ich wollte meine Mutter einladen die Tage, deswegen habe ich ein paar Sachen gekauft. Ich fange einfach mal an. Ich habe draußen für Lina Eis gekauft und hatte keine Feuchttücher dabei. Deswegen habe ich für sie einmal die einfach mitgenommen für 99 Cent. Dann habe ich mitgenommen Chips. Die mag Hakan sehr gern. Die waren auch reduziert für 88 Cent. Dann habe ich mitgenommen Aprikosen für Lina und Audet. Ich kann die nicht essen, weil meine Augen jucken dann voll. Das ist genauso wie bei Äpfeln, wie bei Möhren. Dann habe ich 4-mal Schlagsahne mitgenommen. Ich wollte nämlich diese Eierplätzchen machen wieder mal. Aber der liebt die total und im Sommer finde ich das voll erfrischend und lecker. Und ja, dann hat sich Lina diese Kaugummis ausgesucht. Kennt ihr die noch aus eurer Kindheit? Ich habe die damals an einem Tag leer gegessen. Aber ich finde, die kaust du so 20 Minuten, 5 Minuten und danach spuckst du die wieder aus, weil die noch nichts schmecken. Aber Fröschkäse, momentan mein Liebling. Kaugummis.
Die dürfen bei uns nie fehlen. Dann einmal Ü-Eier, das werde ich aber verstecken. Dann einmal, also zweimal Sahnestein. Dann für Audel so einen Apfelkuchen, der schmeckt sehr, sehr gut. Den findet ihr bei Penny. Dann habe ich zweimal meine Lieblingsdeos mitgenommen. Kennt ihr die von Impuls? Die habe ich damals als Jugendliche benutzt und ich finde, das sind die mit Abstand die besten Deos. Also ich finde, die riechen super gut, also das auch. Und lecker, lecker. Ich habe es meiner Mutter auch empfohlen und die hat das auch jetzt gekauft und die meinte auch, das ist gut. Dann einmal Brot vom Kronenbrot. Ich liebe diese Marke. Dann, das darf nicht fehlen, Erdbeeren. Dann zwei Packungen Eierpresse. Ich habe das Gefühl, die bei Rewe, die ich gekauft hatte, die Packung war größer. Aber ist ja nicht schlimm. Dann einmal Vanillezucker. Und Muffins, das war es auch. Mehr habe ich nicht gekauft. Und ich habe Guthaben gekauft. Also ich habe insgesamt 50 Euro ausgegeben. Also mit dem Guthaben zusammen. Ja. Und sonst, mir ist so warm, Leute. Oh, es ist so schlimm, ne? Ja, und das Duschen tut momentan so gut. Also, ey, nicht in deinen Mund. Bah. Bah. Nicht in deinen Mund. Genau, das Duschen tut momentan so gut. Das erfrischt total. Und morgen gehen wir schwimmen. Huhu. Ja, morgen gehen wir schwimmen. Ja, ich räume das jetzt alles mal schön ein. Ich brauche übrigens Platz im Kühlschrank, damit ich morgen diese Eierplätze noch kann. Heute habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ja. Also jetzt wird alles einmal eingeräumt. So ihr Lieben, heute ist schon der nächste Tag. Wir haben uns gerade fertig gemacht. Alles zusammengepackt und jetzt geht's schwimmen. Wir müssen aber vorher noch zubei. So sieht man uns besser. Ich habe nur Concealer drauf. Warum ich aussehe, ne? Wie ein Geist. Wie Geist? Unter dem Augen. Ach so. Ja, Alina sitzt da hinten. Die freut sich schon, sie hat ihre Tasche selber gepackt. Und ihre ganzen Spielzeuge reingeschmissen. Scheiße, diese Krankheit. Ich werde nicht gesund, ja. Oh, der ist ein Nivea-Junkie. Ne? Oh, wie meine Nase aussieht. Oh Mann, es ist so warm, Leute. Wir haben 26 Grad. Schwimmen ist am besten Moment. Wir haben auch frisches Obst mitgenommen. Erdbeeren und Aprikosen. Super, und super, danke schön. Also mal schauen, ob wir da drin aufnehmen können. Falls nicht viel los ist, bestimmt. Wenn es leer ist, warum nicht? Schatz, darf man nicht ins Schwimmbad aufzunehmen. Seht ihr ja dann. So, ihr Lieben. Wir sind mittlerweile schon lange zu Hause, haben eine Runde geschlafen, nach dem Schwimmen waren danach noch Essen in Ports. Super, super lecker. Und ja, jetzt habe ich die Wäsche reingeschmissen. Lena hat ihre ganzen Schwimmsachen jetzt hier ausgebreitet. Ich habe übrigens die ganzen Schwimmsachen hier reingepackt, also die Spielzeuge. Die packe ich jetzt auch wieder hier rein. Damit wir jetzt mal wieder bereit sind. Ach, wir gehen. Ja, am Samstag gehen wir mit Audel einkaufen. Ich brauche Kleider. Ich habe nämlich gefühlt die ganze Zeit das Gleiche an, habe ich das Gefühl. Also ich wasche die Klamotten und ziehe sie dann auch direkt wieder an. Weil momentan kann ich nur Kleider anziehen, da die Hosen nicht mehr passen. Ja, man kann ja den Baby doch sehen. Und Audel braucht auch T-Shirts. Der hat, glaube ich, nur zwei T-Shirts. Der hat nämlich letztens alles Mögliche weggeschmissen, was ihm nicht mehr gefällt. Ich habe letztens noch eins von Ralph Lauren, das war's. Mehr hat er, glaube ich, gar nicht. Irgendein schwarzes. Also. Ja, auf jeden Fall habe ich heute nicht gekocht. Wir haben draußen gegessen, wie gesagt. Obst haben wir auch gegessen. Ich habe hier Aprikosen und. Oh, Lina, ich kann das nicht mehr hören, Schatz. Ich habe hier Aprikosen und Erdbeeren eingepackt. Und ja. Die hat das auch gut mitgegessen. Wir waren in Zündorf, aber dieses Schwimmbad hat uns gar nicht gefallen. Also der Imbiss hatte nicht auf, der Getränkeautomat hat nicht funktioniert. Ich fand es total dreckig dort. Du zahlst eine Tageskarte, also kannst bleiben, solange du willst. Wir haben jetzt für Lina, mich und Lina, also wir zu dritt haben jetzt 7
nee, 10,70 bezahlt. Der Preis ist vollkommen, kannst du nicht sagen, ne? Also fast nichts. Also dafür, dass du den ganzen Tag da bleiben kannst. Aber ich finde, keine Ahnung, hat uns nicht so gefallen. Sonst sind wir immer im Neumarkt. Aber der meinte, das ist sehr schön. Und was auch sehr schön ist, ist in Leverkusen. Da waren wir auch mal. Aber mal schauen, wo wir nächstes Mal hingehen. Übrigens muss ich heute mein Antibiotikum nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt habe, dass ich eine Blasenentzündung habe. Und ich habe das jetzt voll rausgezögert. Ich habe eben innerhalb einer halben Stunde anderthalb Liter getrunken und bin, glaube ich, danach dreimal auf Klo. Aber dann meinte, du sollst nicht so schnell trinken, aber ich konnte halt im Schwimmbad nichts trinken, weil wir nichts mitgenommen haben. Wir dachten uns, da gibt es bestimmt einen Getränkautomat, kalte Getränke. Ja, jetzt soll ich zwischen 22 Uhr und 24 Uhr, war das, glaube ich, muss nur mal schauen, mein Antibiotikum nehmen. Das ist auch was Einmaliges. Genau hier. Also hier steht, bitte bis ca. 18 Uhr viel trinken, ab 18 Uhr nichts oder sehr, sehr wenig trinken. Das Medikament in einem Glas Wasser aufgelöst, zwischen 22 und 24 Uhr trinken. Ab nächsten Morgen sehr viel trinken. Das ist jetzt extra für mich geschrieben. Und das ist, ich habe sogar eine Harnwegsinfektion. Das ist ja gar nicht gut fürs Kind, ne? Ja, das muss ich auf jeden Fall gleich nehmen, bevor ich schlafen gehe. Und morgen haben wir nichts vor. Morgen kommt Hakan, der hat mich eingeladen, der geht zum Konzert von Fahrt. Aber auch der mag sowas nicht. Und ich mag sowas ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich dann zwischen total vielen Typen bin. Das fängt um 20 Uhr an und ich weiß gar nicht, wann das endet. Sehr wahrscheinlich um Mitternacht. Also Lena ist jetzt kein Problem, meine Mutter würde aufpassen, aber ich fühle mich bei sowas nicht wohl. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, ich muss übrigens Videos bearbeiten, weil wieder lange nichts kam. Wenn es so warm ist, hast du auch keinen Bock, vor dem Laptop zu sitzen und zu bearbeiten. Ne? Du filmst dann immer stückweise. Naja. So, jetzt habe ich euch wieder voll gelabert. Ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf. Ne? Hi ihr Lieben, heute ist schon der nächste Tag. Wir waren einkaufen. Wir waren, morgen ist ja Frohe Leichnam oder so, ne? Also Freitag. Und ja, wir haben aber nicht viel gekauft, ehrlich gesagt. Also wir haben sehr, sehr viel Wasser gekauft, Küchenrolle, Wassermelonen, Joghurt und meine Brandnussbox ist da. Ich habe den Postboten, also Augen hat den Postboten unten erwischt. Sonst hätte ich die Box abholen müssen, weil genau in dem Moment sind wir vom Einkaufen zurückgekommen. Ich zeige euch das mal kurz. Also das, was ich oben sehe, also was ich jetzt hier so sehen kann, wenn ich dem nachgehe, werde ich die Box auf jeden Fall auf eBay verschenken. Ich zeige euch die trotzdem mal. Also einmal haben wir hier Veggie Bolognese von David. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Dann Algenknacker. Ich habe das einmal aufgemacht und nie wieder. Aulet meinte, das will er auf jeden Fall behalten hier. Knusperwaffeln mit Schokomandel. Dann haben wir hier, was ist das? Kaffee? 24 kalt gebrüht. Eine Flasche, eine Schulmahlzeit. Also hier haben wir Kaffee. Ich hoffe, ihr fokussiert euch das. Ich muss nämlich schnell machen, ich muss kochen. Dann haben wir hier einmal Nudeln, also Bandnudeln. Was haben wir hier? Was ist das denn? Basilikumöl, höre ich auch zum ersten Mal. Dann haben wir hier Brot. Mit diesem Brot mag ich nicht, das habe ich euch ja schon mal gesagt. Der ist mir zu hart und zu trocken. Dann haben wir hier noch was, was ist das denn? Lemon. Ingwer Bio, Ingwer Limonade. Aber das würde ich hier trinken. Ich weiß gar nicht, ob man Ingwer darf man das in der Schwangerschaft? Bestimmt, oder? So, dann haben wir hier Superfood. Pflanzenpulver, Magic Berry. Und was ist das? Irish Cider. Mit Alkohol. Alkohol fehlt nie in dieser Box. Schmeckt, glaube ich, nach Apfel. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall die Box hier verschenken. Außer jetzt die Limonade, die Nudeln und
Achso, hier ist noch ein Dingens. Auch nochmal Magic Berry. Also ich werde das definitiv verschenken, weil das ist nichts für mich, also nichts für Arbeit. Dann geben wir das jemand Bedürftigem. So, übrigens muss ich jetzt auch kochen. Wir haben ja noch Blumenkohl. Und ich werde jetzt Blumenkohl machen, aber im Auflauf. Ganz normal im Auflauf mit Käse drauf, fertig, weil sonst wird der schlecht. Und ja, den essen wir dann heute. Ich muss auch das Fleisch unten rein tun. Ich muss noch einpacken. Ja, sonst. Nina macht ihren Mittagsschlaf seit einer Stunde. Ich bin auch neben mir eingeschlafen. Hab dann aber meinen Wecker gestellt, dass ich schon frei wieder wach bin. Ich wollte eigentlich noch mit ihr ein bisschen raus. Aber ehrlich gesagt habe ich alleine keinen Bock rauszugehen. Ich ruf mal Furkan an, ob der mit mir Lust hat, nach Mülheim zu fahren. So, ich habe jetzt kurz Stopp gesaugt. Furkan kommt jetzt, ich habe ihn angerufen. Dann fahren wir nach Mülheim. Ich wollte da ein bisschen spazieren, gehen wir Eis essen und so. Weil das Wetter ist total schön und heute ist der letzte Tag. Aber am Wochenende soll es wieder warm werden. Ja, deswegen passt das ganz gut. Das werden wir heute noch ein bisschen rausgehen. Aber dann müsst ihr auch jeden Augenblick kommen. Mein Blumenkohlauflauf ist im Ofen. Und ja, ich mache auch anders mit Blumenkohl. Anstatt immer nur dieses Ding. Darauf hatte ich aber ehrlich gesagt auch keine Lust heute. Aber seit Tagen habe ich keine Lust darauf. Dann habe ich auch dann angeboten, ob ihr Lust auf den Auflauf habt. Und dann meinte ich sofort, ja. Ja. Ja, was soll das? Was machst du da? Verkaufst du die gleich? Trinkst du das alles selber? Hä? Ich muss auch noch die Wäsche abhängen. 1, 2, 3, hopp. Und jetzt nochmal. Jek, du, se. Muffin! Ja. Ich soll mal weiterspringen. So, ihr Lieben, wir haben gerade gegessen. Oder ist jetzt zur Arbeit und Furkan ist übrigens auch da. Wir fahren jetzt gleich los. Die Küche sieht aus wie Sau, aber ich mache das gleich. Der Blumenkohlauflauf hat sehr, sehr gut geschmeckt. Und das ist das, was übrig geblieben ist. Nina hat sehr, sehr viel gegessen. Ich habe noch einen Salat dazu gemacht. Den haben Audel und Furkan gegessen. Wow! Ja, und gleich kommt auch ein Video online, meine Putzroutine. So, wir gehen aber jetzt raus und wenn wir zu Hause sind, melden wir uns dann nochmal.